Ich sag ganz ehrlich, ich habe echt keinen Bock zu arbeiten heute. Was ist denn das Thema? Hartz IV. Hartz IV ist das Thema? Oh. Och nö, irgendwie. Ich wollte einfach mal faul sein, mal nichts tun. Wie so ein Hartz-IV-Empfänger. Nee, heute irgendwie. Ich habe irgendwie keinen Bock. Einfach, ich wollte heute so gerne mal Füße hoch, Fernseher an, einfach mal entspannen, ein bisschen rumharzen. Was läuft denn in der Glotze eigentlich? Die Geschichte von Hartz IV. Das war so. Anfang der Nuller gibt's so viele Arbeitslose wie lange nicht mehr. Ganz Deutschland hängt nur rum. Alle so iPods raus, Schnieschnaschnappi und Chill, Bionade reinzimmern und mit dem Arschgeweih in die, Achtung Metapher, soziale Hängematte. Wie faul kann man sein? So hat man damals geredet über Arbeitslose. Genug Gechille für SPD-Kanzler Gerhard Schröder, King. Holen wir mal eine Flasche Bier. Wenn einer weiß, was Arbeit ist, dann ja wohl einer aus einer Arbeiterpartei. Er koaliert mit einer typischen Indie-Band. Bündnis 90 Die Grünen. Yay. Sowas wie Nickelback, nur uncool. Unfuck Germany, rot-grün. Und jetzt macht Gerd so richtig Druck. Bundeskanzler Schröder hat mehr Druck auf Arbeitslose gefordert. Er sagte der Bild-Zeitung, es gebe kein Recht auf Faulheit. Hammer Take. Wer macht jetzt was? Ah, er hier. Peter Hartz. Personalvorstand bei... Mhm. Sein Pitch, Arbeitsmarktreform, weniger Geld für mehr Leute und um's zu kriegen, muss man durch Maßnahmen, also quasi auch arbeiten. Und Gerd liebt's. Wir haben hier die Zukunft für 2 Millionen Arbeitslose konzipiert. Herzlichen Dank. Ja, thanks, Peter. Statt Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe gibt's jetzt ALG II. Da klingelt nichts. Also sagen alle Hartz IV. Wegen Peter. Und 4. Reformstufe. Lame. Das Ergebnis? Noch mehr Faulheit. Was sagst du dazu, Arbeiterkanzler? Das sind Hagebutten. Ja, das sind Hagebutten. Conclusio, Schröder und Hartz IV, beide schlecht gealtert, irgendwie scheiße und trotzdem noch da. Einfach nur why? Ja. Why? Das ist eine gute Frage. Warum gibt's Hartz IV eigentlich immer noch? Schauen wir doch mal genauer hin. Hartz IV ist im Januar 16 Jahre alt geworden, aber... So ist das mit 16-Jährigen. Niemand mag sie, sie nerven, keiner will sie haben. Niemand will Hartz IV. Nicht mal die Politik. Wir müssen Hartz IV überwinden. Wir wollen Hartz IV hinter uns lassen. Für eine Zukunft ohne Hartz IV. Hartz IV überwinden. Und wickeln wir doch endlich Hartz IV ab. Entschuldigung. Für die CDU lehnte Bundeswirtschaftsminister Altmaier solche Pläne ab. Die Hartz-Reformen seien ein Erfolg und müssten beibehalten werden. Hartz IV ist ungerecht, stigmatisiert und löst das Problem Langzeitarbeitslosigkeit überhaupt nicht. Das wissen wir inzwischen. Aber irgendwie gibt es immer irgendeinen Peter oder irgendeinen Detlef, der sagt, Hartz IV, ja, das ist schon wenig Geld, aber diese Arbeitslosen, die sind halt so faul. Ich bezweifle, dass jemand mit 600 Euro deutlich zufriedener wäre. Wer sorgenlos leben möchte, der muss sich berappeln und möglichst gut entlohnte Arbeit finden. Wenn ich den Küchenpsychologen und nebenberuflichen Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, richtig verstehe, heißt das, wer heute keine gut entlohnte Arbeit hat, der hat sich einfach nicht berappelt. Der will einfach nicht sorgenlos leben. Der ist selber schuld. Die geniale Grundidee von Hartz IV war... Fördern und fordern. Hartz IV soll müde Sozialhilfeempfänger fit machen für die Zauberwelt erster Arbeitsmarkt mit richtig coolen Fortbildungen. Hartz IV-Empfängerin sollte Grundschulaufgaben lösen. Arbeitslose spielen Kaufmannsladen. Aufblasbarer Plastikkäse, kopiertes Spielgeld, gefärbtes Wasser in Weinflaschen. Das Jobcenter Hamburg finanziert einen kompletten Supermarkt. Bildungskurse für Arbeitslose. Jeder sollte dann eine Murmelbahn bauen. Herzlichen Glückwunsch, hier ist Ihr Murmeldiplom. Sie dürfen sich jetzt Dr. Gravitrax nennen. Und als Gegenleistung für diese würdevollen Murmelkurse bekommen Langzeitarbeitslose dank Hartz IV weniger Geld als vorher. Nur noch das absolute Existenzminimum. Zuckerpeitsche und Peitsche. Fördern und fordern. Wer will da noch langzeitarbeitslos sein bei solchen tollen Chancen? Seit Hartz IV will jeder einfach nur noch arbeiten. Da lacht er, der Arno Dübel. Um die Idee von Hartz IV heute noch zu verstehen, muss man einfach wissen, wie Deutschland drauf war, damals in den frühen Nullerjahren. Liebe jüngere Zuschauerinnen, Deutschland war sehr, sehr drauf. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Steinig und schwer, aber dieser Weg lohnt sich. Wenn man
links abbiegt Richtung Reichtum. Das war damals der Zeitgeist. Man hört es heute noch immer an der deutschen Popmusik aus der Hartz-IV-Gründungszeit. Motivationsmusik für den steinigen und schweren Weg auf den ersten Arbeitsmarkt. Hymnen an Eigenverantwortung und Selbstbestimmung. So this is your time, you can take it, and love is no crime, you should make it, wherever you feel you gotta go, deep inside your soul, from zero to hero. Hartz IV legt für dich den Schalter um. From Zero to Hero, das war die Stimmung in Deutschland im Jahr 2005. Da muss man einfach dabei gewesen sein. Hartz IV galt als Chance, also nicht für Arbeitslose, sondern vor allem für Unternehmen. Eine Chance auf billige Arbeitskräfte. Der Niedriglohnsektor wird extrem durch Hartz IV stabilisiert. Und das Ausmaß des Niedriglohnsektors, das wir jetzt haben, dass wir sozusagen 20-25% aller Erwerbstätigen im Niedriglohnsektor haben, das ist möglich, weil Hartz IV das stabilisiert, das System. Arbeitslose konnten sich jetzt dank Hartz IV entscheiden. Lieber einen schlecht bezahlten Scheißjob oder einen Murmelkurs vom Jobcenter. 16 Jahre später sind wir aber alle ein bisschen schlauer geworden. Adrenochrom. Fast alle. Die Arbeitsmarktreform der Agenda 2010 war unter dem Strich ein Erfolg. Aber hallo, und was für ein Erfolg? In Westdeutschland reduzierte sich die Arbeitslosenzahl um rund 1,5 Millionen auf 1.723.000. Und in Ostdeutschland um 1,1 Millionen auf knapp 544.000. Weniger Arbeitslose, dank Hartz IV, könnte man meinen. Aber das stimmt so nicht. Denn Hartz IV ist vor allem ein Trick zum Frisieren der Arbeitslosenstatistik. Ups! Man muss unterscheiden in der heutigen Arbeitslosenstatistik seit 2009, dass es sozusagen einmal die erwerbsfähigen Arbeitslosen gibt, die sind in der Arbeitslosenstatistik erfasst. Das ist die Arbeitslosenquote, die auch veröffentlicht wird. Und dann gibt es zusätzlich 600.000 Menschen, die nicht erfasst sind. Hä, wie? 600.000 Menschen werden plötzlich nicht mehr in der Arbeitslosenstatistik erfasst? Wieso das denn? Die sind entweder in 1-Euro-Jobs, in Wiedereingliederungsmaßnahmen, in Aktivierungsmaßnahmen oder sie sind kurzfristig erkrankt etc. Und diese 600.000 Menschen sind in dem Begriff Unterbeschäftigung mit erfasst. Ach so, Hartz IV hat uns zwar auf dem Papier weniger Arbeitslosigkeit beschert, dafür in der Wirklichkeit aber viel mehr Unterbeschäftigung. Beschäftigung, das klingt doch gleich viel besser. Und diesen Trick kennen wir. Wenn was einen schlechten Ruf hat, dann benennt man es einfach anders. Aus AstraZeneca wird Vaxzevria, Christiane Scherer wird zu Thea Dorn und Arbeitslosigkeit verwandelt sich in Unterbeschäftigung. Rund um Hartz IV gab es einen richtigen Rebranding-Boom, einen Umbenennungswahn. Das Arbeitsamt heißt auf einmal Agentur für Arbeit und Jobcenter und Arbeitslose werden zu Kunden. Nice! Hartz IV verleiht Flügel! Leider nicht den eigentlichen Kunden, also den Arbeitslosen, sondern zum Beispiel dem Privatfernsehen oder der Boulevardpresse. Mit Hartz IV entstand ein völlig neues Unterhaltungsgenre. Das ist Deutschlands frechster Arbeitsloser. Arno Dübel will einfach nicht arbeiten. Auf keinen Fall. Und das schon fast sein ganzes Leben lang. Bild.de traf den Mann, über den sich ein ganzes Land seit Jahren aufregt. Ja, die Bild-Zeitung ohne Stories über faule Arbeitslose ist wie Nutella ohne Palmöl. Und die allergrößten Gewinnerinnen von Hartz IV sind Fotografinnen mit Spezialgebiet Symbolfotos zum Thema Hartz IV. Sowas zum Beispiel. Was ist das? Filzbuchstaben auf einem Portemonnaie. Warum? Andererseits, warum nicht? Oder vielleicht noch etwas seriöser. Hier, Menschen so groß wie Würfel auf 100-Euro-Scheinen. Um die endlose Debatte über Hartz IV ein bisschen aufzupeppen, brauchen Medien seit 2005 nahezu jeden Tag sowas. Das sind alles echte Hartz IV-Symbolbilder, die man für viel Geld bei Fotoagenturen kaufen kann. Hier, was? What? Hartz IV, Armut arm und die 5 Euro auf dem Scrabble-Feld? Was? Wofür? Weil man eine Lücke gelassen hat zwischen Z und I? Oder so spielt man nicht Scrabble! Moment mal. Gibt es Hartz IV im Jahr 2021 vielleicht nur noch deshalb, um die Arbeitsplätze in der Symbolbildindustrie nicht zu gefährden? Nein, 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 Quatsch. Quatsch. Nein.
Weil man rund um Hartz IV Geschichten erzählen kann, die politisch gut ankommen. Das Publikum liebt lustige Arbeitslose, zu faul zum Arbeiten und trotzdem immer einen frechen Spruch auf den Lippen. Was vor ein paar Jahren aber noch ganz lustig war, kann jetzt wegen Corona für viele Künstlerinnen zu einem sehr, sehr ernsten, echten Problem werden. Anni ist Kabarettistin und Thomas Künstlermanager. Um die 100 Auftritte hat Anni normalerweise im Jahr, tritt im Fernsehen bei Ladies Night und der ZDF-Anstalt auf. Bei mir läuft es, ich weiß nicht, seit 5 Jahren gut und ich war für 2020 komplett ausgebucht. Da kann keiner mit rechnen, dass man auf lange Zeit 100% der Einnahmen wegbrechen. Während der Staat in der Pandemie die Lufthansa Group AG mit 9 Milliarden Euro rettete oder die TUI AG 4 Milliarden Urlaubsgeld aus dem Staatssäckel geschenkt bekam, dürfen Deutschlands Ich-AGs Hartz IV beantragen. Ich-AGs, übrigens auch so ein fescher Hartz IV-Begriff von damals, der im Grunde genommen sagt, du bist als Mensch auf dem Arbeitsmarkt gescheitert, dann verwandel dich doch einfach in ein Unternehmen, in eine Ich-AG. Denn Unternehmen sind mehr wert als Menschen. Das wissen wir spätestens seit der Pandemie. Und wenn du wegen Corona als Unternehmen pleite gehst, dann verwandeln wir dich einfach wieder zurück in einen Menschen. Jetzt bist du keine Ich-AG mehr, sondern eine gescheiterte Solo-Selbstständige. Und wenn du als Solo-Selbstständige Geld willst, weil du wegen einer weltweiten Pandemie nicht arbeiten darfst, dann gibt's ja für dich immer noch Hartz IV. Corona-Krise. Zugang zu Hartz IV. Auch Selbstständige können Grundsicherung beantragen. Und was Hartz IV konkret bedeutet, erzählt Ihnen am besten kein GEZ-Milliardär, sondern eine Solo-Selbstständige, die Hartz IV beantragen wollte, aber dann gemerkt hat, wie steinig und schwer dieser Weg in Wirklichkeit ist. Hier, weil wir eine Late-Night-Show sind, sind die 10 besten Dinge an Hartz IV, präsentiert von Anni Hartmann. Seit 2021 bekommen alleinstehende Hartz-IV-Empfänger mehr Geld. Statt 432 nun 446 Euro im Monat. Für Bildung gibt es monatlich pauschal 1,61 Euro. Hat man Pech, werden die von Oma geschenkten 50 Euro wieder abgezogen. Bis zu einem Verfassungsgerichtsurteil aus 2019 durften Hartz-IV-Empfängern als Sanktion bis zu 100% der Grundsicherung gekürzt werden. Jetzt sind es nur noch 30%. Das ist doch nett. Oder nicht? Hier, machen wir weiter. Der wissenschaftliche Beirat des Landwirtschaftsministeriums stellt fest, Hartz IV reicht nicht für eine gesunde Ernährung. Kindern von Hartz IV-Empfängern können bei Ferienjobs nur 200 Euro behalten. Der Rest darüber hinaus wird genau wie das Kindergeld auch mit Hartz IV verrechnet. Wenn zwei Hartz IV-Empfänger in einer Wohnung leben, macht es einen Unterschied, ob sie Sex miteinander haben. Wenn ja, sind sie eine Bedarfsgemeinschaft und bekommen weniger Geld. Dieser verdammte Sex! Laut einer Studie der Uniklinik Düsseldorf und der AOK haben Hartz-IV-Beziehende eine um 84% erhöhte Wahrscheinlichkeit, schwer an Covid-19 zu erkranken. Die Jobcenter müssen keine FFP2-Masken bezahlen. Naja, oder vielleicht doch. Also je nachdem, welches Gericht man fragt. Gibt es wenigstens auf Platz 1 mal eine positive Sache? Okay. Doch, eine positive Sache gibt's. Es gibt eine positive Sache, pass auf. Das Geld aus Pfandsammelei darf nicht mehr von Hartz IV abgezogen werden. Das hat das Sozialgericht Düsseldorf entschieden. Also für diesen einen konkreten Fall. Und auch nur, wenn dabei nicht zu viel Geld zusammenkommt. Yay! Liebe Kolleginnen, haltet trotzdem durch. Tschüss. Lustig. Hartz IV bedeutet seit 2005, Menschen werden eingesperrt in Excel-Tabellen. Zum Glück sagt auch in diesem Fall ein Symbolbild mehr als 1000 Worte. Genau. Ein Reicher in Lederschuhen tritt auf den einst süßen, jetzt kaputten Schokoladensoßen-Sozialstaat, der zerschmettert auf dem harten Boden der Realität liegt. Oh, jetzt habe ich irgendwie Hunger gekriegt. Aber wieso nimmt nicht mal jemand Messer und Gabel und schafft das menschenunwürdige System Hartz IV ab? Weil alles zusammenhängt. Deutschlands Wirtschaftsleistung ist ohne Hartz IV heute nicht denkbar. Hartz IV hat einen gigantischen Niedriglohnsektor geschaffen, mit dem der Staat das Existenzminimum von Hartz IV-Empfängerinnen kleinrechnen kann. Und das hat Auswirkungen auf alle Steuerzahlerinnen. Denn jeder Einkommensteuerzahler hat einen Freibetrag, auf den er keine Steuern zahlen muss. Er liegt bei 9.000 Euro im Jahr und errechnet sich überwiegend aus dem Hartz IV-Satz. Je höher der ist, desto höher der Freibetrag. Inzwischen ist dieser Freibetrag zwar ein bisschen gestiegen, aber das Prinzip bleibt. Wenn Hartz-IV-Empfänger weniger Geld bekommen, müssen Menschen mit Arbeit mehr Steuern zahlen. Deswegen wird der Hartz-IV-Satz bewusst klein gerechnet. Wegen stagnierender Nettolöhne in der Corona-Krise
Hartz-IV-Satz steigt ab 2022 weniger stark. Moment mal, ich habe den Verdacht, der Staat hat gar kein Interesse daran, Hartz IV abzuschaffen. Ein perfektes Perpetuum immobile. Hartz IV ist ein System, das Menschen in miesbezahlte Jobs zwingt und sie vom richtigen Arbeitsmarkt fernhält. Und was macht Gerhard Schröder? Hä? Der hängt heute mit seinem Putin-Geld besoffen bei Instagram rum, guckt aus dem Fenster und pfeift drauf. Leise rieselt der Schnee, still und starr liegt der See. Weihnachtlich glänzet der Wald, freue dich, das Christkind kommt bald. Nicht das Christkind, der Osterhase. Aber es ist Wahnsinn, ne? Ja, es ist wirklich Wahnsinn, Gerd. Zwei Drittel aller Menschen, die heute ihre Arbeit verlieren, rutschen direkt rein in Hartz IV, auf das alte Sozialhilfeniveau. Hartz IV macht das Gegenteil von dem, was es eigentlich machen sollte. Und wer löffelt jetzt die Suppe aus, die uns Gerhard Schröder und Peter Hartz eingebrockt haben? Also warum gibt es das verdammte Hartz IV immer noch? Weil der Staat mit Hartz IV mehr Steuern einnimmt. Weil die Wirtschaft super viele billige Arbeitskräfte bekommt und damit alle, die keine Hartz IV-Empfänger sind, sich als was Besseres fühlen können. Ja, und damit wir das mal eben ganz kurz klarstellen. Arno Dübel ist nicht Deutschlands frechster Arbeitsloser, sondern in Wahrheit Deutschlands weitsichtigster Hartz-IV-Kritiker. Rente kriegt man doch, wenn man 50 oder 55 Jahre gearbeitet hat. Ja. Und man freut sich auf die Rente. Da kriegt man genauso viel, als wie wenn man Sozialhilfe kriegt. Arno Dübel hat es vor allen anderen erkannt. Mit Hartz IV lösen wir das Problem mit der Armut nicht, sondern schieben es einfach nur immer weiter vor uns her, bis in die Rente. Hartz IV ist mal wieder ein typisch deutscher Clusterfuck. Ein Fuck-up so groß, dass es ein wirklich passendes Symbolbild dafür noch gar nicht gibt. Und darum mache ich jetzt selber eins. Eigenverantwortlich sein. Wie Detlef Scheele sagt, ich mache jetzt ein Symbolbild. Und zwar das Ultimate. Dankeschön. So, alles, was man dafür braucht, ist schon hier. Brot. So, ein bisschen Buchstabennudeln drauf, ist ganz wichtig. Und dann noch vielleicht, ach guck mal, ist nicht schlecht. Ein bisschen Botschaft noch mit rein. Fuck. Und mit. So, ganz wichtig. So, super. Sehr gut. Komm schon. So. Und das gilt jetzt für alle Zeitungen, für alle Magazine und Fernsehsendungen, wenn es um Hartz IV geht. Nur noch dieses Symbolbild verwenden. Das ist ein Befehl.